Hallo und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Nee, noch eins raus ist zu viel. So, wir sind immer noch dabei, hier den Gang zu buddeln, um ihn dann nachher auch noch freizuräumen. Turm haben wir fertig, als nächstes sind die Esszimmer dran. Wir lassen ruhig schon mal weiterlaufen. Okay, hier sind alle am Sparen. Und ich glaube, ich brauche noch Türen, oder? Habe ich schon Türen? Nö, Türen habe ich keine. Also brauche ich Türen. Eins tiefer. Walkdoor, Walkdoor, Walkdoor. So. Gut. Hier oben ist jetzt alles bereit, sogar der Metalsmith. Das heißt, wir können mal wieder rausgehen in unsere bewaldeten Gebiete und hier mal wieder etwas Kahlschlag machen. Wir brauchen nämlich Holz. Und die sind beim Angeln, das ist gut. Der ist beim Harvest Plants, okay. Die sind gegangen, hier ist einer gewachsen. Da entsteht Holz. Wir haben ein Mandat mit der Construction. Make Figurines und make Animate Okay, das kriegen wir ja hin. Dwarfsdorf, add new task, work Figurine, ja. Und nein, das müsste Carpenter gewesen sein. Nein, ist es nicht. Ich glaube, dafür gibt es einen extra Workshop. Kann das sein? Gucken wir mal. Tools, Armor, Bolts, Carpenter, Boyer, Ashery, Mechanic, nein, Scoopress. Stoneworker. Mal gucken, finde ich. Milk Animal, Wooden Animal Trap. Also entweder kann ich die hier machen. Hier sehe ich sie allerdings nicht. Bei Boja habe ich sie definitiv nicht gesehen. Ah, da, das ist hier. Animal Trap, so. Turf Components brauchen wir gerade nicht.
Und ja, ich könnte hier Iron Crossbows zum Beispiel machen, aber die Holz Crossbows sind eigentlich ganz gut. Es kommt mehr auf die Munition drauf an. Jedenfalls im Augenblick. Wenn, dann sollte ich Speere herstellen oder sollte ich gucken, was ich so alles besitze, was ich einschmelzen könnte. Stocks. Zum Beispiel die ganzen Eisen-Arrows und Copper-Arrows und so könnte ich alle einschmelzen. Amulets werde ich nicht in der Richtung haben. Armor. Ja, zum Beispiel die ganzen Large Breastplates könnte ich einschmelzen. Weil Large kann keiner tragen. Aber warten wir erstmal, bis die Händler weg sind. Nicht, dass ich aus Versehen der ihr Zeug einschmelze. Keine Migranten diese Saison, okay. Trinken haben wir jetzt gerade sehr viel. Worüber ich froh bin. Und es wird noch mehr, weil wir ja gute Ausbeute hier haben. Sogar Caveweed und alles wird gerade angebaut. Gut, gut, gut. Holz wird langsam auch mehr. Das heißt, wir können ein bisschen Charcoal einmal durchgängig herstellen. Einfach damit wir Kohle kriegen. So. Die Mandate wurden aufgehoben. Esszimmer müssen wir jetzt mal bauen. Aber nee, können wir noch nicht. Wir müssen sie erst noch schön machen. So, dann gucken wir mal, wie weit sind wir hier unten? Oh, sind schon mal ein gutes Stück vorangekommen wieder. So, unsere Leute sind weg. Das hier kann mal alles eingeschmolzen werden. Das hier kann alles eingeschmolzen werden. Und das hier kann alles eingeschmolzen werden. Und die können wir nicht einschmelzen. Okay. Dann Armor. Large Sachen können wir erstmal einschmelzen. Jetzt kommen wahrscheinlich nur noch Klamotten, okay.
Amos denn? Steht da jetzt irgendwo rum? Backpacks, Bags, da, Barrels. Wir haben schon Iron Copper Pass ein paar. Wir haben Charcoal langsam. Cages lassen wir. Bracelet ist alles aus Limestone und so. Ja. Das ist alles platziertes Zeug. Cabinets, Cages, Chains, Cheese, Cloth. Koffer sind auch alle platziert. Corpses. Crowns brauchen wir auch nicht. Cut-Gems. Türen, Trinken, Ohrringe, auch nichts, was wir einschmelzen können, Eier, Figuren, Floodgates, Foodware. Liegt, glaube ich, auch gerade nichts Schmelzbares rum. Glob ist Fett, Goblets, Grates, Handware. Wood-Zeug ist von den Elfen. Die machen, mögen ja Holz. Hier ist auch nichts zum Einschmelzen. Headwear. Gut, Headwear können wir die Large-Sachen einschmelzen. Und die Large-Sachen einschmelzen. Large-Gems haben wir einen. Leckware sehe ich auch nichts zum Einschmelzen. Dwarven-Sirup. Loks. Meat. Mechanisms. Musical Instruments. Plants. Powder. Prepared Meats haben wir gerade mal 95. Müssen wir jetzt gucken, dass wir wieder welches machen. Quivers. Raw Fish. Ringe. Weapons. Weapons haben wir wirklich nichts, außer einem Iron Bow. Und Copper Bows, die wir einschmelzen können. Weil wir haben Iron Crossbows, Copper Crossbows und Bismuth Crossbows. Das sind drei, sind sieben. Wir bräuchten also noch drei Crossbows. Dann hätten wir genug Metall Crossbows. Um die Jungs mit Metallwaffen auszurüsten. So, jetzt sind hier wahrscheinlich genug. Es bekam ein Hammer Dwarf. So, dann lassen wir die mal Zeug schmelzen, was ich zum Schmelzen freigegeben habe. Na, die haben noch ein Stück, aber sie kommen vorwärts.
Cavern Side ist best. Und ja, Fertilizer. Muss ich mal im Wiki nachgucken. Also hier steht vielleicht was. Nee, das ist nur das Ziel. Planting. Farmplot, ja. Seeds, Born, Blader. Ja, Fertilizer is not need to farm. Aber ja, Potash können wir machen. Potash vom Ash, Potash vom Lye, Pearl Ash. Lei. Wie macht man Lei, ist die gute Frage. Also ja, bauen wir mal eine Ashery hier drüben hin. Ein Barrel ist genietet. Nethercap Barrel. Und von mir aus den Ashen Bucket. So. Was mich dazu bringt, dass ich mal ein paar Buckets herstelle. So, 3 an der Zahl, das dürfte reichen. Noch ein bisschen Charcoal haben wir. Wir haben noch Holz.